mal lieben Weltreisenden, willkommen hier in Polovien, ne? Mist, würde ich am liebsten sagen, aber ich bin nicht Bernd das Brot. Ich bin Spielkind, das 45 und was haben wir denn hier? Wissen wir mal, ganz kurz mal gucken. Betteldose. Eine Betteldose. Okay. Und ein Bettler. Ein blinder Bettler. Gehört in jede Fußgängerzone, die etwas auf sich hält. Das ist wohl wahr. Mit dem können wir sogar reden. Das machen wir auch mal. Na, Meister, hast du was für mich? Nen guten Tipp. Werd nie Held in einem albernen Computerspiel. Alter, das kommt mir ja nicht in den Sinn. Hier verdiene ich wenigstens ehrliches Geld. Da haben Sie recht. Freunde, wisst ihr, wer das ist? Das ist der UFO-Mann. UFO-Mann, was machst denn du in Polovien, Alter? Aber es ist auf jeden Fall ein Job. Das ist, bist jetzt nicht wirklich ein Let's Player, aber der UFO-Mann ist im Computerspiel. Wir quatschen nochmal mit dem. Na, Meister, hast du was? Na, Meister, ey, komm aus Berlin, war, Mister, achte mal auf Piepenring, war. Wie, pass mal auf hier. Na, Meister, hast du was für mich? Okay, pass mal auf. Haben wir. Wir haben ein bisschen Sirup, wir haben Ritten, Wikingerhorn und, aber aktuell nicht, was ist das denn? Lamafett. Pass mal auf, wir hätten ein Magazin für dich. Was hältst du denn davon? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, ja, hab ich. Na gut, dann... Mister, aber wisst ihr? Mhm. Okay, dann müssen wir jetzt mal schauen. Chili steht da auf jeden Fall hinter dieser... Gut, wir gucken uns mal den Türsteher an. Türsteher sind ja in der Regelfälle so eine eigene Kategorie Menschen, aber ich klicke da mal drauf. Dieser Pulovianer ist offenbar der Türsteher. Ah, das bestimmt, ist... weil er so ein nettes und offenes Wesen hat. Das ist den meisten Türstehern zugegen, also zu eigen. Das ist... Hier sind auch noch... Das ist... Ich will mal ganz kurz hier auf die Lupe... Das sind alles die Polyhörden, das ist das Türsteher, das ist wieder, gelegentlich sind die doppelt, aber das macht das, den Knopf, ich rede mal mit dem Türsteher, Leute. Guten Tag, wir... Geschlossene Gesellschaft, heute nur Stammpublikum und B-Prominenz. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Spieleentwickler? Ja? Schon wieder alberne und herabwürdigende Vorurteile und Klischees in Bezug auf andere Kulturen? Jupp. Warum bloß? Weil's so im Drehbuch steht. Können wir jetzt weitermachen? Wenn's sein muss. Ja, muss sein. Tut mir leid, Bernd. Tut es dir nicht. Stimmt, aber jetzt geht's wirklich weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo... Aber ihr seht nicht so aus wie die. Prima. Fall zu Ende. Bernd fliegt nach Hause. Nein, Bernd, wir müssen uns als die Pablo-Brüder verkleiden. Yippie! Karneval! Ich hab's geahnt. Naja, die Namen, die er so genannt hat, ne? Schigelino, ne, hier, Chili das Schaf, Brigilano oder was weiß ich und Brutano oder Castano, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall, es lässt sich dann durchaus, aber woher weiß ich, wie die aussehen? Geschlossene Gesellschaft. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo, Protego Pablo, Bernd. Aber ihr seht... Okay, was können wir machen, dass wir vielleicht doch wie die aussehen? Lama-Kopf, hier ist Toilette... Da waren wir schon... Oh, jetzt können wir mit dem reden. Cool. Hey, Pulovianer. Die Pablo-Brüder. Oh. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Was? Einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho? Was? Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Okay. Einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Oh Gott, oh Gott. Und du? Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Dann bin ich aus der Nummer raus. Okay, pass mal auf, dann würden wir gerne was kaufen. Wir haben keine Asche, wie sollen wir was kaufen mit unseren silbernen Ponchos und Hüte kaufen? Guten Tag, ich hätte gerne drei Ponchos und drei Hüte. Tut mir leid, wir haben nur Komplettlösungen für ein albernes Spiel und ein M. Scherz. Drei Hüte und drei Ponchos kosten 10 polovianische Pfund und 30 Pennies. Puh.
Pulluvianische Pfund? Pulluvianische Pfund. Wo kriege ich denn jetzt Pulluvianische Pfund her? Wir fragen UFO-Man, pass mal auf. Wisst ihr, Mister, hast du was für mich? Ja, pass mal auf. 10:30, 30:10, 08:15. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Ich weiß nicht, also wer da will. Aber. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht 10 Pfund und 30 Penny leihen? Na klar, Meister, bedien dich. Gut, der ist aber gut. Herzig aus wie die Wohlfahrt. Dürfte ich mich dann vielleicht neben Sie setzen, um auch ein bisschen was zu verdienen? Kannst du mal schön vergessen, Meister, das ist mein Platz. Okay, der Mann hat sein Revier markiert und verteidigt das wahrscheinlich bis zum... Na, Meister, 30:10. Oh, Sie haben ja schon eine Menge Geld eingenommen. Scheint sehr lukrativ zu sein. Wer gibt Ihnen das? Absolut, mehr als 30 Pfund. Kann ich als Subunternehmer bei Ihnen anfangen? Nee, danke. Ich bin mehr so Solo-Künstler. Jetzt hat man ein Herz für kleine, kastige Kolosse mit zu viel zu kurzen Armen, Kollege. Na, Meister, hast du was für mich? Na, Meister, 0815, Walter, pass mal auf, ey. Ist das nicht alles ein bisschen eintönig? So rumsitzen den ganzen Tag? Was soll ich denn sonst machen? Golf spielen oder was? Stimmt. Ich hasse Ballsportarten. Hey, Alter, ich spiele Golf. Ich dachte, Sie sind blind. Na und? So, ich geh noch eine Runde auf die Driving Range, wa? Macht gut. Ah, na dann, mal los. Ed geht auf die Driving Range? Das, also Pullovien scheinen für Bettler ein gutes Pflaster zu sein. Das ist unglaublich, eine Betteldecke. Vielleicht könnte ich auch etwas Geld verdienen wie der Bettler. Ja. Verdienen. Ja. Ja. Gute Idee. Aber ich brauche noch etwas. Okay. Equipment für meinen Job. Okay, das klingt verdächtig nach unserer leeren Dose. Die ist leer. Na, wir hätten sie gerne voll. Also Bernd, dann zeig mal, was sie drauf hat. Fein. Dann wollen wir mal. Ja. Yep. Oh, die Pulluvianer sind wirklich sehr großzügig. Was haben wir? Ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Also, Freunde, Pulluvien, das ist... Da müssen wir hin. Was haben wir denn jetzt eingenommen? Meine volle Betteldose. Cool. Ehrlich verdientes Geld. Mhm. Ach, jetzt doch? Okay. Ui, was haben wir da? Ein Glückspfennig und ein Blankoscheck. Ein Blankoscheck? Da muss ich nur noch den Betrag einzeichnen. Mit zu kurzen Armen. Okay. Wir hätten gerne... Hier, wir haben einen Blankoscheck. Da kannst du eintragen, was du möchtest. Ponchos und Hüte. Guten Tag. Ich hätte gerne 3 Ponchos und 3 Hüte. Tut mir leid, wir haben nur Komplettlösungen für ein albernes Spiel und ein M. Scherz. 3 Hüte und 3 Ponchos kosten 10 pulluvianische Pfund und 30 Pennies. Ja, wir haben ja den Blankoscheck, Kollege. Pass mal auf. Das kannst du machen mit, was du willst. Kauf, wenn die ganzen Standfinden sein muss. Nehmen Sie auch Schecks? Aber nur, wenn er ausgefüllt ist. Wenn er ausgefüllt ist, haben wir denn noch einen Stift? Wir haben ja noch einen Bleistift. Können wir den ausfüllen? Mist. Ich habe zu kurze Arme dafür. Oh Gott. Oh nein. Darf ich helfen? Chili. 10 Pfund? 30 Penny? Genau. Wir hätten auch 1 Million eintragen können. Ich weiß nicht, wie viele Nullen die hat. Ah. Okay, das ist natürlich ein Argument. Das lassen wir durchgehen. Das verstehe ich. Das weiß ich auch nicht. Ne? Die 1. Million ist die schwerste, hat man mir mal gesagt. Und da die Leid weit hinter mir liegt, ne, da kümmere ich mich um solche Bagatellen nicht mehr. Gut, pass mal, wir haben jetzt hier 10:30. Wir hätten jetzt gerne mal ein paar Ponchos und Hüte. Und hier, 3 Ponchos und 3 Hüte. Ich mach jetzt Mittagspause. Cool. Der eine geht auf die Driving Range, der geht Mittagspause machen. Oh Gott, oh Gott. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Okay. Burnt my front, komm her. So, pass mal auf, was war jetzt das nochmal? Die Pablo-Brüder. Ja, ja. Also,
einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Diese Negation, keinen blauen Poncho, einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Wir haben einen blauen, einen roten und einen gelben. Und keinen blauen. Einen flachen Hut, wir haben, das ist ein flacher Hut. Ein pulovianischer Hochlandhut aus geklebtem Rindenmulch. Okay, das... Ein pulovianischer Flachlandhut aus weichgekauter Stahlwolle. Weichgekauter Stahlwolle? Eine pulovianische Hirtenmütze aus vulkanisierten Kaugummiresten. Okay. Also, der hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Also war es ein roter und ein gelber. Pass mal auf, Chili, pass mal auf, ich gebe dir mal hier den Hut. Chili? Ist das ein flacher Hut? Okay, und keinen blauen, das heißt ein roter oder ein gelber. Pass mal auf hier, Chili. Okay. Das gucken wir mal. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Ja. Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Das heißt, der neben ihm einen gelben Poncho. Das heißt, der muss dann theoretisch einen blauen Hut haben. Einen blauen Poncho, weil der neben ihm einen gelben Poncho hat. Okay, Bernd. Okay, wir probieren das mal. Gelber Poncho. Und, ist das ein Hut? Ich weiß es auch nicht. Dann gucken wir mal. Wir probieren es mal auf Türsteher. Wir sind die Pablo-Brüder. Schiegelbriegel hast du nicht gesehen und wir wollen jetzt ran in Bums. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Nicht mit der Hut-Poncho-Kombination. Da stimmt ja gar nichts. Wie bei Sauerkraut mit scharfer Paprika. Jetzt ist natürlich die Frage, was firmiert hier unter hoher Hut? Ist das kein hoher Hut? Das auf jeden Fall würde ich als flachen Hut. Pass mal auf, wir machen den oder den nochmal. Pass mal auf, komm mal her, Kollege. Komm mal her. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Okay. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Einen roten Poncho und keine Mütze. Das heißt, der rote Poncho, das ist ja eine Mütze, ne? Eine pulovianische Hirte. Okay, das ist ein Hut. Ein Pulovian. Flachhund, okay. Ein pulovianischer Hochlander. Und was hatte der einen roten? Wie die Pablo? Ja. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay, pass mal auf, Chili, pass mal auf, du nimmst mal hier den roten Poncho und. Nimm mal den Hut. Briegel. Ich quatsch den nochmal an. Die Pablo-Brüder. Ja, ja. Mhm. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Okay, einen flachen Hut, das versuchen wir, und keinen blauen. Das heißt, dann und keinen blauen Poncho, zim, zam, zam. So, komm mal her und dann kriegt Briegel den Rest. Ne? Also Briegel kriegt ja die Mütze, zim und den blauen Poncho. Dann probieren wir es nochmal, meine Leute. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Nicht mit der Hut-Poncho-Kombination. Da stimmt ja gar nichts. Gar nichts? Wie bei Sauerkraut mit scharfer Paprika. Okay. Ich glaube, der mit dem neben uns, der nicht gelb sein darf, vorne kommt mal mit. Ich, wie die Pablo-Brüder gekleidet ja, sind? Ja. Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Dann könnte das sein, pass mal auf, hohen Hut. Hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Ja, das ist Hochlandhut, das müsste der hohe Hut sein.
und der Typ hat einen flachen Hut und keinen. Okay, pass mal auf, deinen hohen Hut. Und wir nehmen mal den blauen Poncho. So, und der Typ sagt irgendwie hier daneben ihm. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Der neben ihm einen gelben Poncho. Die Pablo. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Flachen Hut und keinen blauen. Aber Chili jetzt den blauen gegeben. Okay, das ist aber der Hut und keinen blauen Poncho. Gut. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Okay, der neben ihm einen gelben Poncho. Okay, der neben ihm einen gelben Poncho. Das heißt, der muss dann theoretisch die Mütze tragen. Dann du rot. Und du hast den flachen Hut. Weil der flache Hut hat kein blaues Dings da oben. Wir checkern das nochmal, liebe Leute. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Fast hätte ich euch für die Pablo-Brüder gehalten, weil ihr die richtigen Ponchos tragt. Aber eure Hüte sind falsch. Nein, ich hab's mir nicht gemerkt, Freunde. Na gut, dann müssen wir das in der nächsten Folge angehen. Dann muss ich ja noch Leute anziehen, das ist unglaublich, liebe Leute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und mit der Hutmude machen wir in der nächsten Folge. Oh, die Ponchos lassen sie an. Okay, gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Hatte dich vergessen, ciao, ciao und bis zur nächsten Mutenschau, sagt euer Spielkind 45 Mützenträger.